Das alte Hochhaus in der Neuen Fahr in Bremen wurde 1959 bis Anfang 1962 von Alvar Aalto gebaut. Beim Bau dieses Gebäudes wurde nicht gespart. Aber auch ein hochwertig gebautes Haus benötigt Erneuerungen. Wie das in einem Hochhaus aussieht, davon erzählt dieser Film. Um dieses Gebäude geht es, das 1996 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Das ist natürlich oftmals so, dass zunächst einmal die Bewertung kommt und man sagt, das ist denkmalwürdig, wir stellen es unter Denkmalschutz, und dann kommt eben in der Folge dann der Umgang mit dem Objekt. Man muss es schon an technische Standards anpassen. Denkmalpfleger haben ein Interesse an dem Erhalt des Hauses, den haben wir auch, da gibt es eine Interessenkongruenz. Richtig ist, dass man im Detail manchmal verschiedene Auffassungen hat, und für uns ist es eher schwierig, unterschiedliche Anforderungen zusammenzubringen, die die verschiedenen Behörden haben. Was haben Sie denn hier alles gemacht? Was wurde denn alles erneuert? Es sind jetzt in den Fluren wie auch im Nottreppenhaus, und Treppenhaus ist über eine Notbeleuchtung reingekommen, die über Batterien laufen oder eben übers Netzersatzanlage. Also wenn hier jetzt Stromausfall ist, läuft erstmal die Sicherheitsbeleuchtung, geht sofort an, damit die Fluchtwege, das Aggregat springt dann an, sodass das normale Licht wieder angeht. Somit hat man dann aber auch gleichzeitig eine Brandmeldeanlage hier mit eingebaut. Also hier sind über 400 Sicherheitsleuchten reingekommen und 240 Rauchmelder. Jetzt sind im Flur sind zwei Handmelder und vier Rauchmelder. RWA-Anlage zum Belüften des Treppenhaus, dass da, wenn der Brandfall ist, dass die Feuerwehr dann beigehen kann und kann die Fenster öffnen. So war in dem Sinne auch nicht. Es ist jetzt eben alles neu gekommen auf den neuesten Stand der Technik. Die Zähler, die sonst im Flur waren für die Mieter, die sind da rausgekommen, wegen, wenn wir es jetzt schon neu machen, haben sie auch eine neue Zähleranlage gekriegt. Die Zähler sitzen jetzt im Nottreppenhaus, weil eben auch nach neuesten Verordnung in den Fluren keine zusätzliche Brandlast rein darf. Deswegen sind auch, ja, man sieht es ja, die Leitungen, die sind alle mit Pomat verkleidet, dass da eben nichts Brennbares mehr ist. Und dann ist eben die Geschichte hier gewesen, was Denkmalschutz betrifft. Die alten Zählerschränke sind zwar noch in den Wänden drin, die alten Zähler sitzen da auch noch. So, und somit ist eben auch hier eine neue Einspeisung, Hauseinspeisung gekommen mit neuen Schränke und ja. Ja, wir haben jetzt sozusagen von der Hauseinspeisung, von der Stadtwerke aus, neue Verteilungen gekriegt. Aufgestellt, die dann in den einzelnen Etagen die Zählerschränke versorgt, und von den Zählerschränken sind auch neue Leitungen bis zu der Wohnung reingekommen. Und jetzt ist es eben alles doppelt so dick und doppelt abgesichert, dass eben dass nichts mehr passieren kann. Das sind jetzt die Batterien, die die Sicherheitsbeleuchtung versorgt beim Stromausfall. Die Sicherheitsleuchten sind ja alle heutzutage LED, eben sparsam. Somit braucht man auch keine große Leistung mehr zusammenbauen. So, und das ist für die Sicherheitsbeleuchtung die Steuerung. Die Leitungen sind alle in Funktionserhalt, das heißt, die sind 30 Minuten, können die im Feuer sein. Und da kommt auch am anderen Ende immer noch was an. Diese Leitungen gehen jetzt in den einzelnen Etagen im Flur rein. Und der Weg von hier zum Flur, der muss ja geschützt sein. Somit ist das dann im Funktionserhalt. Da kann man jetzt schön sehen, wie viele Sicherheitsleuchten, über 400 Sicherheitsleuchten, wo die jetzt aufgebaut sind. Dies sind jetzt so die Treppenhäuser. Das sind die einzelnen Etagen. Es ist immer in jeder Etage, sind zwei Stromkreise mit jeweils vier Leuchten. Vorne war das Haupttreppenhaus, hier ist das Nottreppenhaus und die Kellerräume. Sicherung. Ja, das sind jetzt die Abgänge zu den einzelnen Etagen. Zu den Zählerschränken in den Etagen. Ja. Diese 21 Etagen, 21 Leitungen, plus was hier dann noch an größeren Sachen, die von hier aus versorgt werden. Das ist alles sozusagen vor dem Zähler. Ja. Weil man hier im Raum nicht viel verlegen kann,
hat man hier ja, auf den Fußboden gelegt und dann einen Doppelboden drüber gebaut. Ja, das Notstromaggregat brauchen Sie hier hauptsächlich wegen die Aufzüge, damit die so lange wie möglich laufen. Und hier sind, das sind auch ja die Kanäle, wo die Leitungen drin liegen für die Wohnung. Ja. Und da das hier ja alles wegen Brandlast, man war ja an überlegen, was ist mit dem Holz, die Holzdecke. Aber da ist der Denkmalschützer, hat mehr Gewalt als die Vorschrift. So, hier ist ja die neue, gut, kann man nicht aufmachen, die Feuerlöscher. Und dafür muss ja die Druckerhöhung, damit das Wasser auch bis nach oben hinkommt. Das Schwarze sind jetzt die Leitungen, die zu den einzelnen Etagen geht, zu den Zählerschränken. 21 Stück. Und was hier auf der rechten Seite ist, das sind alles die Leitungen in Funktionserhalt für die Sicherheitsbeleuchtung. Ja. Pro Etage 2 Leitungen und für die Treppenhäuser noch extra. Und die etwas dickere Leitung hier an der Seite, das sind die in Funktionserhalt für die Aufzüge. Rote sind für, nur für Brandmelde. Hier hat jetzt auch jeder Mieter einen neuen Zähler bekommen. Thomas, ja. Wir sind hier auf der Baustelle, ja. Auf der Sie poliert sind. Richtig. Hier wurde gerade die Wohnung entkernt, zumindest das Bad. Entkernt heißt, es wurde alles rausgeschmissen, sag ich mal. Badewanne, Toilette, Schacht, Rohrleitung, Fliesen, Lüftung, die alte Abluft, die wurde komplett rausgerissen. Die Durchbrüche wurden aufgemacht. Ja, der Fußboden wurde auch rausgenommen, komplett alles, Heizung, alles wieder raus. Elektrik kommt neu. Abstellraum wurde auch entkernt, da ging ja die alte Lüftung auch durch. Die Heizung wurde auch hier rausgenommen und die neue Heizungsführung wurde wieder neu eingebaut. Das ist einmal Kaltwasser für die 5 bis 21 ist hier drin und Heizung für die Etagen 10 bis 21 und 1 bis 9. Das zweite ist hier das Regenrohr. Und hier in der Nachbarwohnung haben wir schon ein Beispiel. Hier ist die neue Leitung schon drin und die geht auch komplett durch alle Wohnungen durch. Das ist jetzt hier Strang 6 und geht durch alle 21 Etagen durch. Das sind die Strangregulierventile für die Heizung, für die einzelne Wohnung, wo man einstellen kann, damit es keine Geräusche gibt in den Heizkörper. Und dann kommt die gleiche Abluft wie in Nachbarwohnung rein. Also jede Abluft hat auch einen separaten Ausgang. Jetzt sehen wir ja schon da oben das neue Rohr durchkommen. Da bauen die Kollegen jetzt die Register auf. Und die führen alle aufs Dach? Ja, von jedem einzelnen Strang. Ja, hier können wir mal sehen, wie das Ganze alles hinter den Fliesen aussieht näher später. Dass man so eine Vorstellung hat. Jetzt wurde das Register gestellt, mit den Oberteilen, warm und kalt, wurde miteinander verbunden. Die ganze Sache wurde abgedrückt und jetzt kann der Trockenbauer anfangen, alles zuzumachen. Ja, und da ist Spülkasten, ne? Hier ist WC, Durchlauferhitzeanschluss. Hier unten ist der Waschbeckenanschluss und dann haben wir da die Dusche. Ja, und hier ist die Abluft, ne? Für das ganze System, was auch aufs Dach rausgeht. Also Kabel, Elektrik wurde auch schon neu verlegt, alles. Ja. Anschluss, Durchlauferhitzer, Lampen, Steckdosen, Küchensteckdose. Da haben wir wieder die Abluft. Ja, so sieht es aus, wenn die Decke dazu ist. Und da oben haben wir Heizung. Heizung, richtig. Ja. Und das Ganze kommt dann anschließend unter eine abgehängte Decke. Decke, richtig. Abstellraum, der jetzt auch bestückt ist, ne? Mit die Abluft, Hauptleitung, Wasseruhr, Kaltwasser, Waschmaschinenanschluss und natürlich da oben die Ventile für die Heizungsanlage. Oh. Also das habe ich gerade festgestellt, dass an dieser Stelle das warme Wasser ins Haus kommt. Genau, ja. Dort die Zufuhr, ne? Für Stadtwerke. Für mich so ein wenig unverständlich ist, das Wasser kommt sehr heiß hier rein. Ich war im Heizwerk und wie gesagt, sie fahren mit 130 Grad. Ja. Das ist jetzt die Barzahl, Thermometer, wo haben wir den Thermometer? Und da geht es wieder raus. Mhm. Ja. Verringert man ja hier die Temperatur, sodass die Einspeisung in die Wohnung geringer ist. Ja. Richtig. Geben Sie da Kaltwasser zu? Nee. Hier haben wir ja einen Wärmetauscher. Richtig. Da kommt einmal das, was von draußen kommt und einmal das, was hier im Haus. Das geht nebeneinander vorbei. Und gesteuert wird es ja auch mit den Außenfühlern her. Ne? Ja. Wie die Außentemperatur ist, so wird auch eben dementsprechend
die Temperatur gefahren. Das sind einmal die Etagen. Rundruckseite, ne? Ja, 10 bis 21. Ne? Und auf der anderen Seite Niederdruck. Sieht noch ein bisschen chaotisch aus, aber wenn alles mal fertig ist, dann. Und das sind jetzt die einzelnen Seitenstiche jetzt hier für die einzelnen Wohnungen. Ja, und so sieht es dann aus, wenn wir von oben runterkommen. Ne? Hier haben wir jetzt die Regenleitung. Das ist aus SML-Rohr, Guss. Und da oben ist Abluft und die Umluft und die Abwasserleitung. Abluft ist einmal Hammer oben auf dem Dach, damit die ganzen Gase entweichen können. Und die Umluft gibt der Abwasserleitung, sagen wir mal, Luft, damit die Abwasserleitung sich nicht verschluckt, sagen wir mal. Dass immer so viel Luft in der Leitung drin ist, dass sie die anderen Etagen nicht leer saugen kann, damit sie, weil die Abwasserleitung braucht Luft, damit es vernünftig abläuft. Und hier unten haben wir auch Niederdruck, Hochdruck, Heizung, 4 Leitungen, Kaltwasser auch 2 Leitungen. Ist die Hochdruckleitung für oben, Niederdruckleitung für die ersten 4 bei Kaltwasser so. Ja. 2020 begannen die Vorbereitungen für die Fassadenerneuerung, die 2021 durchgeführt werden soll. Einen Farbtest gab es schon vorher. Zuerst wurde geprüft, wie es unter der Eternitverkleidung, den Faserzementplatten, aussieht. Dazu wurden alle relevanten Stellen geöffnet. Danach gab es Probeverkleidungen. Dabei ging es um die Dämmung, die Verankerung und das Aussehen der Platten. Die Entscheidung ist gefallen, die rechten Platten sollen das Gebäude wieder zum Strahlen bringen. Interessant ist die Entdeckung, dass an der Ostfront unter der Farbe noch die originalen glatten Betonsteinplatten vorhanden sind. Diese werden wieder instand gesetzt. Also eigentlich kann ich sagen, ich bin immer noch genauso begeistert über das alte Hochland.